Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2 mit unseren kleinen Azura-Nekromanten. Und wir haben ja im letzten Part die persönliche Geschichte, den ersten Abschnitt haben wir jetzt erfolgreich hinter uns gebracht, abgeschlossen. Und was mir auch noch eingefallen ist, wir haben noch ein paar Heldenpunkte, wo wir noch so den einen oder anderen zusätzlichen Begleiter uns aneignen können. Dazu gehen wir mal ganz kurz in unser Heldenmenü rein und da sehen wir haben jetzt 9 Heldenpunkte. Beziehungsweise für den nächsten, für den Knochenteufel bräuchte man 3 und für den Schattenunhold insgesamt 7. Das heißt, normalerweise, theoretisch praktisch, müssten wir, wenn wir jetzt den Schattenunhold trainieren, müssten wir eigentlich auch den Knochenteufel mitkriegen. Probieren wir ganz einfach mal aus. Ja, so sieht es auch aus. Diese beiden könnten wir aber noch nicht jetzt in diesen anderen Leist, beziehungsweise in unseren dritten Slot hier drüben reinsetzen, weil ihr seht gerade, benötigt zum Freischalten Stufe 15. Das heißt, wir haben dann bald, oder wir könnten jetzt natürlich auch ändern, aber wir lassen die beiden drinnen, uns die anderen beiden Begleiter rausholen, zur Seite, sage ich mal, rufen. Wir gehen aber erstmal rüber, denn wir müssen eventuell noch ein bisschen Platz schaffen, müssen noch ein bisschen verkaufen, um dann unseren Plan, den wir uns letztes Mal geschnürt haben, einfach dann umzusetzen. Und zu sagen, wir questen natürlich jetzt erstmal weiter, solange bis wir Stufe 20 sind. Und dann geht es weiter mit der persönlichen Geschichte, wo ich mich schon drauf freue. Jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Die anderen Sachen müssen wir leider kaputt machen. Die können wir auch nicht verkaufen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch unseren Beutelchen hier drin, den Viererbeutel und das Wiederverwertungskit. Und dann gucken wir ganz kurz auf die Karte. Wir wollten nämlich hier unten weiter. Wir wollen zum Sonnenschirmhöhlen oder zu den Sonnenschirmhöhlen. Das heißt, wir porten uns erstmal zur Wegmarke Decideratum. Da gehen wir mal rüber. Dank meines Schleimschnapses sind die Schleime bemerkenswert groß geworden. Leider haben sie auch mein Lager in Besitz genommen. Ja, Dr. Bleed, den haben wir ja schon gemacht. Wir rufen erstmal unsere Begleiter. Hep und... Hep. Das heißt, wir müssen jetzt einfach Richtung Süden weiter runter reiten. Das werden wir mal tun. Dauert ein bisschen, haben wir so ein kleines Stück vor uns. Was ich mir auch mal gedacht habe, vielleicht unseren Azura ein bisschen, sage ich mal, einzukleiden. So vielleicht die Idee, die ich jetzt so ins Auge gefasst hätte, wäre alle 10 Stufen eventuell den Look einfach mal ein bisschen anzupassen, ein bisschen zu ändern. Um einfach ein bisschen, sage ich mal, Variation drin zu haben. Der Style verändert sich zwar auch ein bisschen durch die Rüstung, die man jetzt sozusagen... Okay. Ja, wo war ich denn geblieben? Genau, alle 10 Stufen eventuell die Rüstung ein bisschen anzupassen. Das ist auch ein schöner Ausblick hier mit dem Wasserfall. Ja, okay, alles gut. Ja. Okay, Assistent Kibik. Penner hat endlich das antike Portal repariert und versucht es auf die richtige Frequenz einzustellen. Aber diskret stören sie dabei. Sie braucht Hilfe. Ich werde helfen. Portal aktiviert sich wieder in 2 Minuten 15. Wir müssen einmal darüber. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Schöne Musik hier dabei. Wir müssen einmal da rum. Da kommen schon die ersten Skrit. Können wir die abfangen eventuell? Sind zum Glück auch andere Spieler. Ja, wir geben unser Bestes. So. Da kommen aber einige. Haben wir auch die Sehenswürdigkeit entdeckt. Voll die chillige Musik und übelster heroische Kampf hier, aber naja, so muss es manchmal sein. Ja. Legen einfach schön AOE hier vorne hin. Da kommen sie noch teilweise durch. Und die Herzchenquest haben wir auch schon fertig. Ja, 1A. So. Hep. Stup. Eine Minute. Okay. Einfach alles unten volllegen. Okay. Nein, wir doch nicht. Wir haben hier Unterstützung. Das kriegen wir schon hin. Noch 30 Sekunden. Einer ist durchgerannt. Was soll das? Ich glaube, ich spinne.
Da purzeln auch die EPs hier. Sind zwar jetzt nicht so, sage ich mal, große Menge, aber das summiert sich schon mit der Zeit. Zeugwerfer. Glänziges. Von links und von rechts hier. Nach 3 Sekunden. Dann dürften sie eigentlich dann die Flucht antreten. So sieht's aus. Und wir haben sogar ein Level abbekommen. So, hinfort mit euch. Okay. Gibt's vielleicht ein... Ach, das waren wir. Wo ist er denn jetzt hin? Das sah nach einer Folgequest aus, aber irgendwie scheint es doch keine zu sein. Gehen wir mal ganz kurz hier in die Ecke, denn wir haben ja jetzt die Herzenquest fertig, beziehungsweise ein Level up. Das heißt, wir bekommen jetzt einen schönen... Ich hoffe, sie hat kein Problem da drin. Jemand sollte mal nachsehen. Okay. Ein schönen Gürtel. Den wir, beziehungsweise den Kopf war, das war kacke Gürtel. Den können wir ausrüsten. Hat man den eigentlich ausgeblendet? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, ja. Jemand sollte mal nachsehen. Können wir hier reingehen? Probieren wir einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Oh Gott. Wo ist man hier gelandet? Das riecht ja nach Ärger. Aber ganz schön viele Gegner hier. Wo sind eigentlich unsere Begleiter? Hep und Hep. Können wir hier drinnen irgendwas machen? Ich weiß gar nicht. Datenkristall. Können wir die benutzen? Ne, die können wir aufsammeln. Ja, super. Vielleicht brauchst du ja die ja noch für eine Quest. Schauen wir mal. Gehen wir einmal weiter. Die Herbstquest lesen wir natürlich später auch noch. Was machen unsere Begleiter? Die baden ja ein bisschen in der Lava. Ich komme da gar nicht richtig ran. Gott. Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt, so wie es aussieht. Ah ne, jetzt kommt noch ein anderer Spieler. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich... Ach ne, wir brauchen... Ja, sehr gut, würde ich sagen. Ein Level brauchen wir noch. Und dann, sage ich mal, 3 Begleiter nutzen zu dürfen. Ich nehme einfach mal den Datenkristall mit. Sicher ist sicher. Panna. Hat die Ruhe weg hier. Ist alles easy. Komm, wir nehmen hier also ganz schön viele. Schauen wir mal, wir sammeln einfach mal alles ein. Was ist das da? Veteran CLX-122M. Da kommen noch ein paar Schleime. Die halten aber schon ein bisschen mehr, obwohl die eigentlich nur Stufe 9 sind. Dann ist immer mal Zeit für ein neues Equipment für uns. Wo müssen wir denn hin? Panna, sag mal. Ja, geh erstmal ruhig wieder zurück. Das ist kein Problem. Können wir mal gucken, ob hier hinten jemand guckt. Nö. Calcitronix war ein Genie. Nicht einmal mir wäre es eingefallen, die magische Resonanz mit rotem Kupfer zu verändern. Ja, stimmt. Jetzt, wo sie es sagt, ja. Auf jeden Fall. Habe ich mir auch so gedacht. Aber ich wollte es bloß halt nicht so aussprechen. So, den ganzen Kristalli, alles mit. Was steht denn eigentlich dazu da? Ist ein Eventgegenstand, Trophäe, also. Huh. Sehr beeindruckend. Primitive Materialien, uralte Ausrüstung und doch erstaunliche Ergebnisse. Mhm. Wir gehen schon mal voraus, würde ich sagen, hier die Treppe. Alles meins. Hep. Hep. Zum Glück sind wir da reingegangen. Jetzt hat man das schöne Event hier verpasst. Den da hinten auch noch. Eskortiert Panna in Kalks altes Labor. Optional bringt die Kristalle zu Panna. Oh, wir können die. Oh, Moment, können wir die abgeben? Excelsior, ich wünschte, ihr könntet die Daten verstehen, die ich aus diesen Kristallen lese. Damit wird es ohne Zweifel gelingen, die Kontrolle über Kalks. Faszinierend. Ich würde es euch ja zeigen, aber ihr würdet es nicht verstehen. Ihre Lösung für den Rost war kreativ.
Kontrolle über Kalks antike Golems-Höhle eben. Sie werden eine hervorragende Ergänzung meiner Sammlung abgeben. Ich habe Dartkristalle für euch. Ja. Bitteschön. Und du? Hat aber irgendwie nichts bewirkt. Vielleicht hätten wir die später abgeben müssen? Gute Frage. Aber jetzt. Vielleicht brauchst du die später erst. Jetzt haben wir dann alle schon überreicht. Na gut, ist ja noch ein paar da, die wir dann eventuell noch aufsammeln könnten, falls benötigt. Oh ja. Also die Ruhe möchte ich auch mal weg haben hier. Da hoch. Was ist das hier? Aha. Keine Angst. Ich kriege das hin. Oh. Ich hab's fast. Noch eine Drehung hier und. AS-Funktion ausgeführt. Kampfmodus initiiert. Ups, das lief ja nicht wie geplant. Wenn ich nur mehr Datenkristalle hätte. Runter! Oh, Datenkristalle. Ey! Oh Gott! Aua! Ich will da unbedingt rein. Und werde jetzt mal zurückgebufft. So. Das sind 3 Veteranen, aber die droppen eigentlich ganz gut. So. Das hier noch und das. Einmal ausgewichen. Kann man ja ein bisschen. Kann man den eigentlich in Furcht versetzen? Jawohl! Hat er jetzt davon. Wo ist der dritte? Der schlummert irgendwo noch da hinten. Zerstört die Golems, um Panna zu befreien. Okay. So, da unten haben wir den noch. Komm her, du Schuft. Auch noch ein bisschen Eis. Brauchen bestimmt da noch Datenkristalle. Ja, komm schon. Doch, und Diener sehen. Achso, jetzt machen sie Damage, okay. Oh oh. Na dann. Flinke Füße. Schnellen Schrittes. Oh Gott. Das hört sich auch nicht gut an hier. Aber ich glaube, wir sind hier fertig. Dürfen wir raus? Na? Ah ja, okay, ich dachte, sie will noch was sagen, da wäre ich lieber gewartet. Energiefeld hat meine Plasmakupplung überladen. Ich kann das Energiefeld nicht mehr aufrechterhalten. Okay, wir können jetzt verkaufen. Was gebe ich nicht für 5 weitere Minuten da drinnen? Ich habe gerade erst die Oberfläche berührt und doch schon einige faszinierende Werkzeuge gefunden. Wollt ihr sie mal sehen? Gerne. Da haben wir einen ausgehärteten Zerstörerkern, den man dann kaufen könnte. Wir machen natürlich diesen hier. Leeren ein bisschen die Taschen, wobei natürlich nicht alles geleert wird. Und dann lesen wir uns erstmal die Herzchenquest durch. Seid gegrüßt. Ausgezeichnete Arbeit, Elvin Bennington. Ich kann euch gar nicht genug danken. Solltet ihr mich wieder einmal suchen, haltet nach meinem com-322-r-Golem-Ausschau. Hilfe ist stets willkommen. Diese Nachricht wurde von meinem com-322-r verschickt. Panna. Gut, das hätte uns ja auch sagen können. Also ich meine, wir standen ja direkt neben mir. Können wir auch auf jeden Fall gucken, ob der die Herzchenhändlerin eventuell was Schönes für uns hat. Da oben haben wir ein Panorama. Ich weiß gar nicht, wie wir da am besten hinkommen. Das ist immer so eine Sache. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass es ein Hüpf-Event ist. Ist natürlich immer so eine Sache, ob man das so schön dann schafft, gerade im Let's Play. Kann nur sein, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal runterfallen. Gucken wir uns erstmal den Wegpunkt, oder die Wegmarke besser gesagt. Herzchenhändler war hier unten. Da ist er. Verstehe nicht. Nachricht von Par. Na, lass hören. Dank für eure Hilfe. In all der Zeit, in der ich diese alte Kammer erforsche, war ich einem Durchbruch noch nie so nahe. Was habt ihr anzubieten? Da haben wir dann wieder 3 verschiedene Gegenstände, aber wir werden uns da für Karma nichts
Genau, besonderes Kaufen. Mehr gibt es da auch nicht zu sagen, hat er recht. Wir müssen, glaube ich, jetzt hüpfen. Ich bin aber mir nicht da tausendprozentig sicher. Deswegen gucken wir einfach mal hier rein. Es kann natürlich sein, dass man hinten irgendwie rumhüpfen muss, um dann da hinten hochzukommen. Genau, Squiddy Squids. Weil alle Punkte habe ich dann leider auch nicht mehr im Kopf. Also es kann auch gut möglich sein, dass ein Let's Play, wenn wir den Kartenabschluss komplett machen wollen, dass ich den einen oder anderen in der Folge natürlich mal suchen muss. So, wir sind aber richtig. Ja, war die Erinnerung dann doch die richtige. Mit Hüpfen zwar nicht so, aber naja, du musst auf jeden Fall hier durch. So, wo muss man das Panorama? Einmal ansehen, bitte. Ja, auch schönes Bild hier mit den ganzen Wasserfällen. Da muss man schon sagen, also das Gebiet, in dem wir jetzt uns befinden, finde ich ein sehr schönes Gebiet. Ist auch immer so, in diesem Spiel mache ich sehr viele Bilder, die ich dann auf Twitter sozusagen mit hochlade. So diese, als kleine Erinnerung, so auch ein bisschen, sage ich mal, um diese ganzen Szenerien festzuhalten und oder zu teilen, mache ich gerne Bilder. Und hier habe ich auch sehr viele Bilder gemacht, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Wir haben hier noch. Haben wir hier unten noch was? Ne, wir sind hier unten safe. Wir sind fertig. Wir reiten jetzt einfach mal nach Norden. Haben hier einen hellen Punkt und da drinnen eine Sehenswürdigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da reinkommen. Denn ich hatte irgendwas im Hinterkopf, dass man bei einer Sache einen Zugang benötigte. Und oder man Glück hatte, dass das Event gerade jemand gemacht hatte und dass man damit rein konnte. Aber wie gesagt, nagelt mich nicht darauf fest. Bin ich mir nicht zu 1000% sicher. Haben wir diesen Löwengardistin Anna, diesen Speer. Achso, ja klar, komm erstmal. Schon gehabt. Bin ich mir noch nicht so sicher. Probieren wir mal ganz kurz aus. So, Dankeschön. Ihr habt es uns ein wenig erleichtert, mit diesem seltsamen Heilig zurechtzukommen. Danke. Das war mir ein Vergnügen, ja. Okay, den Speer bzw. die Löwengardistin. Und die hatten wir uns schon unterhalten. Ganz viele Black Tigers hier. Auch Jaguar, glaube ich. Sind das Jaguar? Ich glaube ja, ne? Ja, auch Jaguar genannt. Aber ich gebe ja den Tieren immer irgendwelche lustigen Synonyme. So, hier haben wir ein Holo-Projekt. Oh Gott, sogar richtig. Ola, Heldenherausforderung. Ihr habt das Labortutorial ausgelöst. Ich bin Ola, Genie des Labors und ihr müsst noch viel lernen. Ihr werdet das nur das nur, was? Ihr werdet das nur einmal hören und die Informationen, die ich euch gebe, werden euch bereichern. Drückt fortfahren, wenn ihr bereit seid. Fortfahren. Die erste Regel des Labors lautet, dass ich hier das Sagen habe. Die zweite Regel des Labors lautet, dass ihr nicht das Sagen habt. Ich führe hier gefährliche Experimente durch. Eure Kooperation als von äußerster Wichtigkeit fügt euch ein. Fortsetzen. Nekromantie und Golemantie waren schon lange dafür bestimmt, aufeinander zu treffen. Das eine befasst sich mit dem Tod, das andere mit dem Leben. Ich bin kurz davor, einen Golem zu erschaffen, der aus dem Tod Leben erschafft. Hier sind alle Teile der ewigen Alchemie und so ist selbst unsere Existenz eine Fum. Dankeschön. Naja. Und so ist selbst unsere Existenz eine Form von Magie. Bedenkt dies und all eure Taten werden eine Steigerung erfahren. Angefangen von eurer Präzision mit dem Bogen bis hin zur Stärke eurer Feuerbälle. Das merke ich mir. Da ihr jetzt verstanden habt, was ich euch gesagt habe, muss ich euch nach dem Fakt fragen. Beweist mir damit, dass ihr nicht vollkommen unfähig seid. Oh mein Gott. Ein Test. Beginnt mit dem Test. Erstens, wer bin ich? Oala der Große, Oala Genie des Labors oder Oala die Alte? Ja, Genie des Labors war. Das ist mal richtig. Frage 2. Wie lautet die zweite Regel? Nur ihr könnt Golems Feuer verhindern. Nekromantie ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe hier nicht das Sagen. Frage 3. Welche sind die beiden wichtigsten Ideen, der Zusammenschluss vorher bestimmt ist? Magie und Technologie, Nekromantie und Golemantie, Kraft und Zeit. Aber auch richtig. Was sind wir? Die Verkörperung des Genies? Wir sind die Zukunft. Wir verkörpern Magie. Oh Gott. Was sind wir? Die Verkörperung des Genies? Wir sind die Zukunft.
da hört es schon wieder auf. Die Verkörperung des Genies? Nein! Oh doch, Glückwunsch, ihr seid genau der Vollidiot, für den ich euch hielt. Ja, super. Als ihr diese Aufnahmen aktiviert habt, vielleicht solltet ihr besser zuhören, wenn Leute mit euch reden. Mehr Glück beim nächsten Mal und jetzt verschwindet. Halt! So, müssen wir noch mal reden. Ich bin nur Genie des Labors. Einmal hören, erste, zweite Regel. Das kennen wir schon. Nekromantie, Golemantie. Dafür bestimmt aufeinander zu treffen. Das eine befasst sich mit dem Tod, das andere mit dem Leben. Ich bin kurz davor, einen Golem zu erschaffen, der aus dem Leben. Wir sind alle Teil der ewigen Alchemie. Und so ist selbst unsere Existenz eine Form der Magie. Aha. Okay, beginnt mit dem Test. Oala, Genie des Labors. Zweite Regel des Labors. Ich habe hier nicht das Sagen. Dann haben wir Nekromantie, Golemantie und wir verkörpern die Magie. Gratulation, ihr habt bestanden. Ihr seid nicht der Dummkopf, für den ich euch hielt, als ihr diese Aufnahme aktiviert habt. Natürlich nicht. Also wir hören ja aufmerksam zu, ganz klar. Halt. Okay. Gibt den Abschluss. Geht in Richtung des Labors, um Oalas altes Labor zu entdecken. Gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. Haben wir auch richtig. Sehr schön. Das heißt, sind wir hier fertig? So, hier ist jetzt normalerweise ein Event. Hier kommt aber, glaube ich, niemand rein. Noch eine Tür, noch eine Tür. Ich fasse es nicht. Was für ein unglaubliches, unermessliches Genie lässt eine zweite Tür einsetzen. Bravo, Ala, los. Gut. Ja. Zeichne das auf. Aha, dann mal los. Knopf Nummer 541. Ach so, ja, super. Wir wollen es ja noch mit dem hier. Kann man hier irgendwas machen? Untersuchen. Dieses antike Apparat vibriert sanft, erfüllt von schwacher Energie. An der Seite hat eine kleine Vertiefung in der Form eines Kristalls in Ruhe lassen. Ja, Oala ist doch jetzt gut. Also, noch eine Tür, noch eine Tür. Ich fasse es nicht. Was für ein unglaublich unermessliches Genie lässt eine zweite Tür einsetzen. Bravo, Oala. Los, jemand bringt mir den Kristall. Warum geht ihr nicht nachsehen? Kann euer Golem es nicht einfach niederreißen oder so? Warum geht ihr nicht nachsehen? Trantüte. Ich habe mein halbes Leben darauf verwendet, diesen Ort zu finden. Ich werde nicht irgendeinen dahergelaufenen Streuner hereinschleichen lassen, während ich unterwegs bin, um nach Kristallen zu buddeln. Zudem habe ich einen Assistenten bereits ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt. Habt ihr eine Ahnung, wo man suchen muss? Nun, der Schließmechanismus summt, aber nur ganz leise. Das bedeutet, die Kristall ist zweifelsohne irgendwo hier in der Region. Habt ihr noch andere Ideen? Warum muss ich immer diese Vorschläge machen? Vielleicht hat irgendein Trottel ihn aufgehoben oder irgendein Viech hat ihn verschluckt. Geht und findet ihn. Dann überlasse ich euch ein wenig von dem Ruhm, in dem ich mich sonnen werde, wenn ihr wiederkommt. Wir werden sehen, was ich besorgen kann. Okay. Das heißt, wir kommen hier nicht rein. Man muss also sozusagen einen Schließmechanismus, irgendein Schlüsselstück muss man finden, um dann hier reinzukommen. Das wird aber, wenn man nicht Glück hat und jemand hat es dabei. Wir gucken mal eben. Vielleicht hat jemand. Geht's los? Man weiß es nicht. Ne, okay. Also, dann ziehen wir weiter. Hier hat auch keiner irgendwie, sage ich mal, das benötigte Item dabei. Müssen wir natürlich jetzt gucken, wo müssen wir als nächstes hin, beziehungsweise welches Gebiet ereignen wir, ziehen wir jetzt los und, sage ich mal, erkunden wir als nächstes. Wir haben hier oben eine Heldenherausforderung, Sehenswürdigkeit, den Wegpunkt haben wir schon. Da oben haben wir noch einen Speer. Das heißt, oder ich würde sagen, wir porten uns mal wieder zurück zur Anlegestellenkomplex. Und dann sind wir eigentlich von der Zeit technisch her so weit, dass wir sagen, wieder das schöne Bild hier. Was für ein Abschluss. Beim letzten Mal haben wir hier eine Gegend, einen Cut gemacht. Werden wir diesmal auch machen. Haben auf jeden Fall wieder einiges erlebt. Ist jetzt natürlich mal wieder was anderes, sage ich mal so, jetzt in der Welt umherzuziehen. Eventtechnisch war heute nicht so viel los, also dafür wird es wahrscheinlich in anderen Parts ein bisschen chaotischer werden. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen Abend, je nachdem, wann das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.